Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu zwei Punkten möchte ich doch noch einmal Stellung nehmen. Erstens, von Ihnen, Frau Ministerin, und von den Vertreterinnen der Regierungsfraktionen ist ausgeführt worden, dass die Staatsanwaltschaft gerade ermittelt. Ich sage deutlich, das ist gut so, aber das ist doch genau auch Ihr Job. Müssen wir jetzt jedes Mal in Begeisterungsstürme ausbrechen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in diesem Fall der Justiz, ihren Job tun? Es ist gut, dass sie das tut, aber auch ihr Job. Zweitens. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, Frau Ministerin, dass Sie uns über laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unterrichten. Nein, darum geht es ausdrücklich nicht. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie uns ausführlich, kontinuierlich über Ihre Maßnahmen berichten, die Sie jetzt ergreifen, zum Beispiel, dass es möglich wird, dass in der Staatsanwaltschaft selber erkannt wird, dass dort ein Problembär sitzt und wir nicht auf eine Fremdanzeige warten müssen. Diese Maßnahmen, die haben Sie uns gegenüber mindestens im Rechtsausschuss zu berichten. Dritte Bemerkung. Auch Sie, Frau Ministerin, und auch die Vertreterinnen der Regierungsfraktionen haben mehrfach auf die Besonderheit der Hessischen Verfassung, was den Richterwahlausschuss anbelangt, hingewiesen. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie damit versuchen, die Verantwortung für diese Fehlverhalten auf uns alle ein wenig abzuwälzen. Und das weise ich zurück. Uns ist es im Richterwahlausschuss bei aller Sorgfalt, wie die Sitzungen vorbereitet sind, und bei aller Sorgfalt, mit der wir unsere Entscheidungen dann treffen, unmöglich festzustellen, dass sich hinter den Akten ein Mensch mit krimineller Energie verbirgt. Das ist unmöglich festzustellen. Was Ihr Job wiederum ist, ist organisatorisch sicherzustellen, dass eine solche eventuelle kriminelle Energie sich in Ihrem Zuständigkeitsbereich nicht entfalten kann. Das ist wieder die politische Verantwortung, die Sie tragen, Frau Ministerin. Und eine Verantwortung der Mitglieder des Richterwahlausschusses dafür ist nicht vorhanden. Danke.